Gottchen. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Der Sommer ist vorbei, wir sind wieder da. Dankeschön, herzlich willkommen bei der Tafelrunde hier in ORF 3. Schön, dass wir es wieder einrichten konnten hier. Mit echtem, mutigem Publikum. Fein, das ist gut, so fühlen wir uns wohl. Dankeschön. Das letzte Mal, wie wir uns gesehen haben, war Ende Mai. Und wenn man jetzt zurückdenkt, das war eine vollkommen andere Zeit, oder? Da waren alle nur von Corona geredet, die Leute haben Masken getragen. Es ist immer noch so. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels, wie uns der Kanzler verkündet hat. Das ist gut, das Problem. Wir werden leider von keinen Leuchten regiert, aber immerhin... Es wird, ne? Schauen wir mal, schauen wir mal. Und Sie können sicher sein, hier bei uns alles in Ordnung. Wir haben alle unterrichtet, was die Sicherheitsvorkehrungen sind. Die Kollegen haben alle diese Zettel ausgefüllt, die man jetzt überall ausfüllen muss, weil wir kredenzen Wein aus Langenlois, deswegen sind wir quasi ein Gasthaus. Und Sie haben wahrheitsgemäß ausgefüllt. Darum freue ich mich heute auf Michael Niavarani, Alfons Haider, nein, auf Lydia Brenner-Kaspar, meine Damen und Herren. Mit dabei heute Andreas Witasek. Zum ersten Mal Premiere, das Duo Blödsinger ist mit dabei. Aus Frankfurt Severin Gröbner dazugeschaltet und live auf der Originalkirchenorgel Rainer Köpplinger und die beiden Wahlbeisitzer. Das ist schön, wenn es wieder losgeht. Ich meine, wir haben viel erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Der Sommer der Angst liegt hinter uns, muss man sagen, oder? Ach Gott, wo fahren wir hin? Bleiben wir lieber in Österreich, weil es hat sich ja keiner rausgetraut aus dem Land. Gut, wir hätten uns rausgetraut, aber man hat nicht raus dürfen, so muss man sagen. Dürfen hätten wir auch, aber man hat nicht raus sollen. Nicht? Also, weil wenn man nicht in Österreich geblieben ist im Sommer, dann war man ein schlechter Österreicher. Aber nur zur Sicherheit, weil das Virus oder der Virus wartet ja. Der hat ja nur gewartet draußen auf uns, dass er uns erwischt. Interessanterweise, die Ausländer haben schon zu uns, also ins Ausland sollen, also die Deutschen zu uns schon, weil bei uns ist nicht gefährlich. Wo willst du anstecken? Ischgl, Felden, geh bitte. Also Wolfgang See, kein Thema. Also, aber wir raus war schon gefährlich. Also Leute, die... Was ich nach Grado gefahren sind, also ich weiß nicht, ob ich was sagen darf, aber angeblich war der Witasek in Grado und ja, angeblich haben wir uns dort fast getroffen, aber. Ja. Nein, es ist ja der Grund schon verständlich, weil das Virus ja mit dem Auto kommt, wie wir jetzt gehört haben. Das hat sich geändert. Im Frühling, als man das so Februar, März, war es so, dass man nach Italien die Zuglinie gesperrt haben, weil da ist ja mit dem Zug gekommen, der Virus. Das hat er dann gecheckt und gesagt, na gut, da fahre ich mit dem Auto, nicht, mir ist wurscht und jetzt. Sag mal, Ella Petsch, Auto auch nicht, nicht? Also es ist... Und der Virus scheißt sich nichts wegen der Ampel, nicht? Dem ist wurscht, nicht einmal Kreisverkehr stört ihn. Also das ist... Das ist mit dem Virus ein bisschen so wie mit den Jugendlichen am Donaukanal, die gefeiert haben in Wien, nicht? Also da war die Ampel gelb und die haben Party gemacht und da haben sich die Leute aufgeregt. Ich habe es verstanden, weil das ist doch ein natürliches Verhalten bei einer gelben Ampel, nicht? Jeder Autofahrer weiß, die Ampel ist gelb, da gebe ich Gas, bevor es rot wird. Also das ist auch... Wer bleibt stehen bei einer gelben Ampel, nicht? Riskierst du einen Auffahrer? Also das machst du ja nicht. Kann man sagen, was man will? Ho, 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 da wird gefeiert, bis der Basti platzt. Nicht? Es ist so, ja. Aber gut, es war ein schwieriger Sommer, muss man sagen. Auch familiär natürlich, nicht? Wenn man sagt, es war schwierig für die Familien zu entscheiden, wo fährt man hin? Geplant waren 3 Wochen Griechenland. Da ist finanziell die Frage, ob es ihr Wochenende am Wörthersee ausgeht um das Geld. Nicht? Das ist, ja... Muss man sich entscheiden. Und wenn du dann 3 Tage dort bist, dass du dort feierst, ist klar. Nicht? Da schickst du den Babyelefanten auf Urlaub und danke. Nicht? Dann machst du ein bisschen Party. Bin nach wie vor kein Freund von Babyelefanten, muss ich auch sagen, weil für mich zu unklar, der Babyelefant wächst ja, ist der Rüssel mitgemeint oder nicht. Das ist schwierig. Für mich immer noch die richtige Abstandsregel wäre ausgewachsener Blauwalpenis. Der ist 1,5 Meter immer. Nicht? Also das ist... Ich weiß jetzt nicht, wie ich vom Blauwalpenis auf den Strache und die Wienwahl komme. Das ist eine Brücke, die... Nein, nicht die blaue Pille, die Sie meinen, die wir von Steuergeld bezahlt haben, damit der stramme Mann stehen kann. Nein, das meine ich nicht. Nein, es ist der Artenschutz, ne? Der ist vom Aussterben bedroht, beide Tierarten quasi.
Es ist peinlich, was sich da abspielt im Keller, Davi, oder? Der Wienwahl. Es ist, wenn der eine nicht mit dem anderen nicht diskutiert. Aktuelle Entwicklung, der Strache, der eine Nepp hat dem Nepp ausgerichtet wegen der 500.000 Euro Spesen, die da im Raum stehen. Er hat gesagt, er hat immer alles gezahlt, was die anderen gesoffen haben, und der Nepp hat mehr gesoffen als er. Woraufhin der Nepp dem Strache ausrichtet, wer mehr sauft als der Strache, ist tot. Ja, es ist Not gegen Elend. Ne, das ist, dem Nepp muss man zugute halten, sein Anzug passt noch. Beim Strache musst du aufpassen, dass du uns vorbeigehst, nicht der Knopf, die da schierst. Ne, puff, das ist ja. Seit er bei der Mama wohnt, gell? Puff, geht er auf wie ein Germtack. Das ist. Aber das Video aus dem Wahlkampf, das war doch ein Wahnsinn, oder was da rennen wie Walking Dead im Bruder, ne? Das ist doch. Was hat einer unten hingelegt, die Musik von Michael Jackson, Thriller, hat passt. Das ist war. Aber 5% wird er schaffen wahrscheinlich. Ne? Das ist ein paar Tausend aus Steuergeld, 7.000, 8.000 im Landtag, geht sich schon aus. Die Frage ist, warum? Die Leute sagen, ja, naja, weil wir kennen ihn und wissen, was wir erwarten können. Jo, ey, eben, genau. Der ist wie Herpes, wie ein Fieberblasen. Du glaubst, ist weg, da spürst du, nein, kommt schon wieder. Es ist Am schönsten finde ich ja nach wie vor, dass der Gründer vom THC, ne, der Herr Baron, der hat ja sein Geld gemacht mit diesen Schuttmulden, die man, ne, wo man die vors Haus stellt und da hast du alles rein, die ganzen Lurch, den du nicht mehr brauchst, und irgendjemand kümmert sich drum. Das ist der, der das THC gegründet hat. Das passt eigentlich ganz gut vom Thema her, finde ich. Ah, ein Wahnsinn. Aber ja, 5%, was soll man sagen? Ich denke mal, wahrscheinlich mittlerweile unter dem Motto kennt man, weiß man, was man zu erwarten hat, wenn man Corona am Stimmzettel schreibt in Wien, wenn auch 5%, kenne ich, weiß ich, passt, habe ich oft gehört, zack. Für mich hat der Wahlkampf in Wien begonnen mit dem Video von Peter L. Eppinger. Was habt ihr das kennen? So ein Facebook-Video hat er gemacht vom Karlsplatz nach einer durchfeierten Nacht, wo junge Leute gefeiert haben dort. Und dann hat er das mit seinen jungen ÖVP-Freunden zusammengeräumt und hat dann dort ein Video gepostet. Das ist ein Wahnsinn, die jungen Leute. Rammen nix weg, die jungen Leute. Also kurz bevor die 48er gekommen sind, hat er weggerammt. Ne? Und das fand ich mutig, dass die mit der einzigen Magistratsabteilung, die jeder mag, also wurscht, wer die 48er, die Müllkübler, für die, die nicht aus Wien sind, die sind super. Die rahmen alles weg, Donauinselfest am nächsten Tag ist sauber. Mit denen anlegen ist, wie wenn du den Kindergarten gehst und sagst, Christkind gibt's nicht. Ja, das ist so. Oder du gibst am Rapid Ultra ein violettes Leiberl, alles Gute zum Geburtstag. Nicht? Also. Oder gehst in ein Altersheim um 10:30 und sagst, habt schon mitgegessen. Das ist ja in einer Linie. Das ist so. Aber ja. Die Reaktion vom Ludwig war lässig, vom Bürgermeister. Der hat dann gleich einen ganzen Tag mit den 48er verbracht. Ne? Kronenzeitung, viele Fotos, also hat wirklich Müll weggerannt mit einem verkehrten Körperlauf und mit einem hautengen orangen Leiberl. Ja, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen, haben wir oft gehört, ja, aber was uns zum Blümel bringt, die Plakate fragst du dich auch, ne? Das ist, ich meine, früher hätte man gesagt, ja, okay, der wollte ein Model werden, dann ist er zum Kick gegangen, und die haben gesagt, oh, wir haben einen Tschechen, der ist billiger und schöner. Drum ist er so zwider, aber nein, der will ja wirklich, der will Bürger oder Vizebürgermeister, der schaut auch nicht aus wie ein Vizebürgermeister, Entschuldigung. Der schaut aus wie einer, der einen Spritzer bestellt mit lauwarmem Leitungswasser drin. Ja, das ist so eine. Und inhaltlich jetzt, ganz abgesehen, inhaltlich nicht, okay, als Finanzminister vergisst man ein paar Nullen, ja, mein Gott, aber verpflichtende Nicolo-Feste und gegen die Kebab-Standeln, das sind die Antworten auf vielleicht Probleme, die es durchaus in der Stadt gibt. Das ist doch. Und warum gegen Kebab-Standeln? Verstehe ich überhaupt nicht, weil die Kebab-Standeln schneiden doch jeden Tag von braunen Sachen so Schnitten ab und machen damit Geld. Das ist doch. Das ist doch das Parteiprogramm von den Türkisen eins zu eins, oder? Das ist doch. Und Nicolo feiern, ich weiß auch nicht, vielleicht weil er Papa geworden ist, weil jetzt für sein Kind irgendwie eine schöne Vorweihnachtszeit haben. Also, wirklich. Für sein Kind, nicht? Also nicht für alle anderen, also für unsere Kinder, die Kinder in Lesbos, die können verhungern und dem Dreck liegen, die können wir leider nicht nehmen, ist schwierig, ja, schwierig. Ich meine, das war die Schande des Sommers, oder, dass wir das nicht schaffen, das ist doch absurd.
Ja, ich meine, ich sage, wenn alle NGOs, die Kirchen, alle Religionsabteilungen, wirklich alle, wenn die Merkel, der Macron, sogar der Seehofer sagt, das ist schon ein Wahnsinn, dass die Österreicher das nicht machen, da würde ich mir kurz überlegen, ob ich nicht am Holzweg bin, ehrlich gesagt. Ich weiß schon, dass man sagt, ja, wir können uns das nicht leisten, wovon soll man es zahlen? Zum Beispiel von dem Geld, das wir jedes Monat für Flüchtlingsunterkunft am Semmering zahlen. Da gibt es nämlich eine, die haben wir gemietet bis 2029. Die ist leer, aber wir zahlen trotzdem jedes Monat 45.000 Euro, weil wir einen gescheiten Mietvertrag abgeschlossen haben mit dem Betreiber, der sagt, bis 2029 unkündbar, jedes Monat kriege ich die Kohle. Steht leer, 45.000 Euro im Monat. Hätten wahrscheinlich ein paar Leute Platz da drinnen. Wobei, fairerweise muss man auch sagen, es sagen nicht alle, dass wir Kinder nehmen sollen. Das auch. Also die Rechten sagen das nicht, die Identitären zum Beispiel, FPÖ natürlich. Auch der FPÖ-Chef aus dem Burgenland, nicht, wie heißt der Tosco Zillo, hat auch gesagt, nein, brauchen wir nicht. Nein, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und jetzt, wo er Menasse geht, war noch, nicht, also der Blümel macht schon Schlagzeilen, ich glaube, andere, als er sie gewünscht hat, aber kurz die Geschichte, jeder, der Menasse hat geschrieben auf Facebook, hat ein paar Fragen an den Blümel, weil Wien muss wieder nach vor, wo ist dieses Vorne, damals, wo man auf die Gemeindebauten geschossen hat und so, und wo ein Bürgermeister war, der ein bisschen ein Nazi war, das hat ihnen nicht getaugt, das haben sie gelöscht, aber nur, weil Nazi-Vergleiche drinnen waren. Der Menasse ist ein Nazi-Gebiet, der wäre noch der Paulheim Eisenberg, ich weiß nicht, es ist doch... Der Jörg Haider dreht sich im Grab um, wenn er schaut, was seine Leute machen. Ja, das ist wirklich ein Wen haben wir noch? Die Neos haben wir, die gute ÖVP quasi. Die Grünen haben wir auch noch natürlich. Die leiden ein bisschen wie die SPÖ unter der Bundespartei in Wien, muss man sagen. Aber ja, es wird schon. Da machen sie ein paar Pop-up-Radwege. Aber es war kritisch. Nicht? Alles für die Radfahrer hat gerade noch gefällt, dass sie im Schweizerhaus nur mehr Tofu stützen. Aber da gibt es einen Plan, weil man macht jetzt den Gürtelpool nächstes Jahr wieder, aber mit Bier drinnen. Also dann ist hoffentlich nicht alkoholfreies Bier. Nicht? Da können Sie sich jetzt zusammentun mit dem Dr. Pogo. Das ist ein bisschen der Kandidat der Herzen, finde ich, nicht der Chef der Bierpartei. Und der, ja, ich meine, der wird nicht reinkommen. Ich würde ihm empfehlen, die Stenzel zu engagieren. Der ist eh wurscht, wo sie ist. Und da hat er 3 Promille mehr. Ja, also... Aber ja, natürlich ist das eine Spaßpartei, aber er sagt ganz richtig, bevor ich die Stimme einer Hasspartei gebe, gebe ich es einer Spaßpartei. Finde ich alle nicht so schlecht. Wir sind die Spaßpartie hier, wollen schauen, was in den letzten Monaten so passiert ist. Und ich freue mich sehr, jetzt auf eine Premiere hier bei uns in der Tafelrunde. Lang haben wir geredet, endlich hat es funktioniert. Hier sind die Blödsinger. Dankeschön. Ja, was sollte man jetzt in so kurzer Zeit, so in diesen 5 Minuten im Fernsehen, nur Großartiges sagen? Hä? Nichts. Was? Das machen unsere Politiker. Das müssen wir nicht, wir können schon was machen. Wir haben Zeit jetzt. Wir können musizieren. Was? Eine super Idee. Was mache ich? Du sorgst für Stimmung. Ja. Schön. Und wissen Sie, was nur besser ist? Machen wir es anders. Ich sage Ihnen ein kurzes Kochrezept. Das können Sie daheim nachmachen. Zum Beispiel Zucker oder Zimtschnecken. Mögen Sie das? Da kaufen Sie dann Blätterteig, den rollen Sie aus, dann Bröseln rein, Rosinen, Nüsse ein bisschen. Rosinen nur, wenn man es mag. Zimt, Vanille, Zucker, rollen Sie es ein, schneiden Sie in Scheiben. In der Zwischenzeit heizen Sie das Back auf ca. 200 Grad auf. Dann nehmen Sie es mit Backpapier belegte Backblech, legen die Scheibe dann drauf, bestreichen es mit Ei, schieben es in den Ofen, warten 20 Minuten, haben es super zum Zimtzuckerschnecken. Darf man es halt rausbringen. Ist aber ein schwieriges Wort. Aber das wird daheim zum Nachkochen, haben Sie mitgeschrieben? Hallo. Was? Wir machen was mit Inhalt. Ja, Sie können es auch füllen. Wenn Sie wollen, Äpfel, Himbeeren auch ganz gut. Was Positives? Mein Corona-Test. Den. Wir müssen die Leute wieder Mut geben. Die Leute haben alle Angst, alle haben Panik. Niemand will mehr andere Menschen berühren. Alle schauen nur mehr grantig. Ja, eh. Also für die Wiener hat sich nicht viel verändert. Außerdem haben gesagt, wir machen nichts Politisches. Alle haben Angst vor dieser illegalen Zuwanderung. Ja, das stimmt. Speziell vor so
Klosterneuburger Zahntechniker. Ja. Ja, in dieser Zeit haben wir wieder wirklich, wir haben sehr viel verlernt und auch sehr viel vergessen. Nicht? Also einige haben sogar vergessen, dass sie jemals einen Laptop gehabt haben. Ja. Ja, ganz ehrlich, ich meine, früher, wenn du irgendeine Veränderung gewartet hast, hast du dazwischen ins Koma fallen müssen. Ja. Heutzutage reicht der Mittagsschlaf. Ja. Ja, aber ich glaube, der Glaube. Ich glaube, der Glaube, das ist noch. Ha. Gut, vielleicht haben deswegen im Sommer die letzten Wiener Katholiken bei diesem Gürtelpool, bei dieser Massentaufe versucht noch zu retten, was zu retten ist. Ja, wahrscheinlich. Das kann schon sein. Aber ich sage Ihnen, es bleibt nicht so. Nein. Es wird auch wieder besser. 100%. Ich sage Ihnen, wir werden uns wieder berühren. Wir werden uns umarmen. Wir werden uns küssen. Tupfen. Also, nein. Berühren reicht völlig. Für den Anfang. Fangen die meistens auch mit Berührung. Und alles wird besser werden. Ja, alles. Die FPÖ und der Herr Strache werden es hoffentlich, wahrscheinlich leider nicht in den Landtag schaffen. Sie werden aber freiwillig gemeinsam die nächsten Afrikatage auf der Donauinsel organisieren. Ohne Heimbringdienst. Die Mieten werden fallen. Es wird ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Die Banken und die Politiker werden sich wieder an ihre Satzungen und an ihre Vorbildwirkungen erinnern. Ja, sicher. Jetzt wird es dann ein bisschen unrealistisch. Und es ist dann auch noch so, dass dann gratis E-Bike für besonders dicke Kinder. Hm? Dicke Kinder brauchen keine E-Bikes. Dicke Kinder brauchen ein Fahrrad ohne Gang. Ja. Das voll schwach geht. Und der Schulweg nur bergauf. Hin und zurück, wurscht wie. Nein, das stimmt schon. Das ist. Mit dir kann man echt nicht musizieren. Nein, nicht. Hab ich habe mir schon gesagt. Na, aber Robert, jetzt ganz ehrlich, ich mein, wir haben die Chance, dass wir im Fernsehen sind. Im Fernsehen. Das schaffen Demonstranten und brennende Flüchtlingsheime auch. Ja, aber verstehst du, das ist anders. Wir sind im Fernsehen nicht. Und außerdem, wir sind auf ORF 3. Das ist nicht Arte. Die Leute brauchen was Einfaches. Also Tiere funktionieren immer im Fernsehen. Die Tröge bleiben die gleichen, nur die Schweine ändern sich. Ja, ist lieber, wir haben gesagt, wir machen nichts Politisches. Gut, es ist ja so, kommt ja unser eigenes Leben immer so belanglos vor, dass wir uns immer mit irgendwelchen spannenden Dingen, so wie Netflix-Serien, mit irgendwie viel Action umgeben müssen, hauptsächlich spannend. Ja. Aber ganz ehrlich, es müsste ja gar nicht so sein. Nicht? Stellen Sie sich vor, Ihr Leben ist wie so ein Western. Ne? Sie kommen so in einen Salon, machen dann die Schwingtür auf, so. Dann schauen Sie da rein und sehen nur Verbrecher und zwielichtige Gestalten. Was? Nichts Politisches. Ah ja. Also stellen Sie sich vor, Sie betreten den Salon und Sie gehen direkt zur Bar. Genau dann, wenn man denkt, jetzt wird es endlich spannend. Ist das schon wieder vorbei?
Danke. Vielen Dank. Du Blödsinger! Danke euch schön. Kleine OF3-Beschimpfungen das letzte Mal, also hier bei uns. Machen wir uns einen Flaschel auf. Also ich habe schon. Was haben wir da Schönes? Was ist das? Langenläus, meine Lieben. Ja. Er korkt sicher nicht. Hattet ihr auch schöne Maskenerlebnisse oder interessante Maskenerlebnisse? Ich habe Lustiges gehabt. Ja. Und zwar, das ist wirklich wahr, da in der Nähe, im Eissalon in der Ungergasse, veganer Eissalon, so was gibt. Und ich bin mit meiner Tochter hingegangen und es kommt eine Frau raus mit so einem Face-Shield, ja, also, ja. Und hat das Eis in der Hand und macht, gar jetzt kein Schmäh, und macht so, wir haben so gelacht, und spricht ein bisschen für die Veganer an, natürlich, aber original, es ist wirklich nicht erfunden. Aber ich kenne das, stimmt wirklich. Also ich gehe ja immer, wenn ich. Das ist jetzt sehr intim. Wenn Sie bitte die Ohren zuhören. Ja. Ich gehe immer, wenn ich pinkelt vorher, spucke ich immer in dieses Pissoir. Großartig, dass du das sagst. Ist dir das auch? Und jetzt geht's nicht. Ja. Genau, ich spucke mit den Masken. Das jetzt ist mit, wunderbar. Danke, siehst du es. Du bist nicht der Einzige. Warum machen Männer das? Ist das Zielspucken? So wie, dass du vorher spuckst, schauen, dass du weißt. Da ja, muss ich hin ungefähr. So wie beim Quer, dieser rote Punkt, oder? Genau, dass das man weiß. Das. Ich habe mir ein Pissoir gesehen, da war so ein Tor drauf. Ich habe zwei mit daneben geschossen. Da hast du eine Schüsse, weißt du? Großartig. Männer. Männer. Nein, die Frauen sind nur neidisch. Nein, urschade finde ich das. Ihr habt das nicht. Oh ja, es gibt schon. Ich liebe auch diese Fliegen, die im Pissoir sind manchmal. Die man treffen muss. Wahnsinn. Bei mir war es eine echte Fliege. Das war sauer. Das ist Tierquälerei. Aber ich hab's da geschossen. Lang herumschießen müssen. Ja, um wieder zu seriöseren ja. Dingen aber Masken zu kommen. Zum Beispiel wirklich, ja, bitte. Also ich bin auch heute fast zu spät gekommen, weil ich schon auf der Straße war und das übliche, der Alzheimer-Ding so, Geld, Schlüssel, Ausweis, Handy. Ne? Geld, Schlüssel, Ausweis, Handy. Masken, das ist jetzt, was man noch ja, dazu... Stimmt. Man wird also ein bisschen wuggy. Mir ist das auch passiert, ich bin nämlich mit dem Auto unterwegs gewesen und immer, wenn man sonst zu Fuß unterwegs ist und es wird wo eng, dann setzt man Maske auf und ich fahre und mir kommt ein Lastwagen entgegen und denke mir, ui, eng stelle und denke mir, hol ja Masken auf. Ja. Denke mir, oh, ich bin im Auto. Ja. Ja. Na, wir haben Familienmasken, einer im Auto, die nimmt dann immer super. Der aussteigt. Wie desinfiziert ihr? Ich wasche es im heißen Wasser, oder? Wie macht ihr es ja? Desinfizieren? Nein, ich hab's erst seit Mai. Wie lange tragst du deine Unterhosen? Seid mal. Wollen wir uns seriöseren Dingen zuwenden, nämlich unserem lieben Kollegen Severin Gröbner. Severin, wo genau bist du jetzt eigentlich? Ich melde mich hier direkt aus Frankfurt am Main, wo die Europäische Zentralbank sitzt. Und die Lage ist dramatisch. Denn die EZB druckt gerade jenes Geld, das die EU braucht, um Europa nach vorne zu bringen. Du meinst den neuen Green Deal von der Kommissionspräsidentin von der Leyen, oder? Der war gut, Gerald, der war gut. Die Frau kommt aus Niedersachsen. Das ist ein Bundesland, das zu 95% im Privatbesitz von Volkswagen ist. Also das Einzige, was dort grün ist, ist der Autolack. Nein, die EU möchte den Schwächsten, der Schwachen in unserer Gesellschaft helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Du meinst die Flüchtlinge Lesbos, denen will man helfen, wirklich? Nein, weil es gibt ja auch auf Moria kein Flüchtlingslager, sondern nur einen Hotspot. So heißt es offiziell, Hotspot. Und wie hot der Spot werden kann, das hat man ja gesehen. Und deshalb gibt es jetzt auch den EU-Migrationspakt. Und darin verankert ist die Partnerschaft für Abschiebung. So heißt es offiziell, Partnerschaft für Abschiebung. Also ich bin Satiriker und ich muss ehrlich sagen, Chapeau, so einen zynischen Scheiß hätte ich mir nicht ausdenken können. Und dabei habe ich Matura gemacht im
selben inhumanistischen Gymnasium wie Sebastian Kurz. Aus ihm ist was geworden. Aber sag mal, was plant die EU jetzt, bitte? Die EU plant genau so weiterzumachen wie vorher, nur professioneller. Und deshalb soll es jetzt geben, die europäische Umbenennung für extreme Missstände in sanftere Termini Agentur, kurz Euphemista. Da gibt es zum Beispiel die FinCEN-Files. Schon gehört? Die FinCEN-Files, da geht es so um Geldwäsche, superreiche Banken, Steuerhinterziehung, kostet den EU-Steuerzahler Milliarden. Also gegen dies ist die Kommerzialbank Mattersburger Sparverein von Sozialarbeitern mit Uhudler-Problem. Und diese Jungs, die soll man halt jetzt nicht mehr kriminelle Arschgeigern mit einem Charakter wie ein Rudel Kanalratten nennen, sondern schöner. Und denen will die EU jetzt helfen, Severin? Nein, nein, die EU will jenen helfen, die von der Welt vergessen worden sind, die unser Mitgefühl brauchen. Nämlich arme Gestalten wie Wladimir Putin, Trump, Erdogan und die ganzen anderen Verhaltensauffälligen mit ADHS. Denn, ich meine, sind wir uns mal ehrlich, was brauchen die Autokraten innerhalb und außerhalb der EU? Wirklich, was interessiert die? Was weiß ich, Politik, Macht, Geld, irgend sowas? Nein, dann wären sie in die Finanzindustrie gegangen. Nein, was die brauchen, ist Aufmerksamkeit. Ja, ich meine, schau dich doch um, kaum klaut der eine Gas von seinen Nachbarn, prügelt der andere die Opposition nieder. Prügelt er die Opposition nieder, vergiftet der Nächste einen Regimekritiker. Vergiftet er einen Regimekritiker, macht der Nächste wiederum eine Kirchenmaus zur Höchstrichterin. Und warum? Damit er in die Medien kommt. Die brauchen Zuwendung, Liebe. Ich meine, der Orban zum Beispiel, jedes Mal, wenn der hört, der Lukaschenko sei der letzte Diktator Europas, denkt sich der, Moment, ja, da schaltet man die Presse gleich, stopft sich die Taschen voller Geld, bügelt die Universitäten nieder und dann vergessen alle die kleine Budapest-Beule. Und damit das eben nicht mehr passiert, nimmt jetzt die EU Geld in die Hand, um den freundlichen Despoten von nebenan gutmütig zu stimmen. Also sozusagen irgendwie das kleine Ich bin ich und ich bin der Staat. Genau, das Programm heißt Machthaber in Not. Da bekommt dann der Erdogan zum Beispiel ein Staatspalett, das ihm jeden Tag die Grenzen des Osmanischen Reiches um 1600 vortanzt und ihn als Suleiman den Schmächtigen preist. Trump kriegt dann Österreich-Urlaub, gratis, wo er Golf spielen kann, auf einem Waldlehrpfad, zusammen mit Nora von Waldstätten. Und Boris Johnson, das kleine spitting Image aus London, dem schenkt die EU eine einsame Insel. Dort kann er dann mit sich selbst Verträge aushandeln, brechen, so oft wie er will. Und am Schluss kriegen alle einen Kakao und dann ab ins Bett. noch was anderes. Österreich ist ja ein Corona-Warngebiet für Deutschland. Du bist ja auch nicht da. Wie merkst du das persönlich? Es ist so, kaum mache ich den Mund auf, nehmen die Menschen Abstand von mir. Hat natürlich auch seine Vorteile. Wenn ich meine Ruhe haben will, sage ich einfach Karsprechknädel. Und schon nehmen sie alle Reis aus vor dem alpinen Superspreader. Wobei ich ja immer glaubt habe, ein Superspreader ist so jemand, der sehr, sehr viele Kinder gezeugt hat. Aber wurscht. Gleichzeitig muss man die Deutschen auch verstehen. Deutschland selbst ist ein Risikogebiet. Einerseits gibt es in der Polizei und beim Militär mittlerweile so viele rechtsextreme Einzelfälle, dass man glaubt, man ist in einem FPÖ-Ortsverein. Und zweitens natürlich Risikogebiet Kulinarik. Also was einem hier teilweise als Schnitzel serviert wird, Gerald, das... Entschuldigung, aber das würden bei uns nicht mal mehr die Schuster verarbeiten. Wie gesagt, die Lage ist dramatisch. Dankeschön, Severin Gröbner in Frankfurt, meine Damen und Herren. Halte durch, mein Lieber. Wir schicken dir ein Schnitzel. Mit Lieferdienst schlimmer.
kann das auch nicht mehr werden. Wobei so ein Schnitzel mit Soße ist manchmal gar nicht schlecht. Ja, wenn es schweimen will. Mit Tunke. Nee. Mit Tunke. Mit Tunke. Nee. Ich hab mal gesagt, beim Heurigen ist einer angestanden und bei der Pudel und dann hat gesagt, ja, ich krieg diese Schnitzel, ja, und die gibt ihm die Schnitzel. Und sagt er, ich hätte ganz gern noch so eine Tunke drauf. Sagt sie, was soll ich machen? Sagt er, nein, so eine Tunke, so ein Saft. Sagt sie, das mache ich nicht. Sagt er, ja, aber die Kinder haben das so gern. Ach so, na wegen die Kinder. Aber das war ein richtiger Kulturcrash irgendwie. Ja. Das mache ich nicht. Ja, da, so etwas gibt es bei uns. Vollkommen nicht. Ja. Man muss halt aufpassen, wenn man dann auszuckt und schimpft oder so, nicht, weil es war vor kurzem wieder eine Meldung, jemand hat einen Polizisten geduzt, wurde dafür bestraft jetzt und das kostet, wissen wir jetzt, 150 Euro. War das seine Frau? Ja, da hat er gesagt, ich habe schon so lange keinen Sex mehr gehabt, sagt sie, du. Du. Ja, genau. Du. Dann hat er 150 Euro gezahlt. Ja, ja. Direkt, also ja. Dann hat er gekriegt. Genau. Ist ja so. Nicht? Am Gürtel und der Kriegs. 150 Euro. Sag mal, 150 Euro für du? Furzen kostet 500 Euro, wissen wir, ne? Ja, das war am genau. Brennerplatz einem Polizisten, also in die Nähe von einem Polizisten furzen. Wie nah? Kostet 500 Euro. Mit oder ohne mit Material 600 Euro. Und wenn du sagst, du und was den schaust, dann ist 650. Gibt sicher Kombi-Angebot. Dass Jägerball und so abgesagt sind, trifft euch alle als Ballgeher. Sind auch Maskenbälle abgesagt? Ja. Das ist die Frage, warum sie in Karneval in Venedig abgesagt haben. Ey, alle Masken. Wir haben durch die Masken auch viel gelernt, finde ich. Also wir wissen alle zum Beispiel, wie wir riechen. Mhm. Will man das? Ich wollte gerade sagen, und das war keine schöne Erfahrung. Ne? Das ist so, man weiß, wenn man gefrühstückt hat und du... Boah, ne? Das ist so ein... Ich frage mich ja, weil der Blümel auch gegen die Kebab-Standl ist, ob mit der Maskenpflicht quasi der Verkauf von Kebab zurückgegangen ist. Zumindest der mit alles und scharf. Ne? Du sagst, okay, die Zwiebel lass ich los, weil so... Aber es sollen angeblich neue Berufszweige geben, weil es sind ja viele Menschen in Kurzarbeit. Der Maskensommelier, der dir dann quasi zum Essen den Wein empfiehlt und beim Essen sagt, wenn sie das essen, dann stinken sie noch nicht so. Hilft auch beim Nachhausegehen. Schauen wir mal, ob sich das durchsetzt. Ich freue mich sehr, dass sich durchgesetzt hat, dass sie endlich bei uns ist. Sie war in der Corona-Ausgabe der Tafelrunde schon zu Gast. Da war sie aber nur virtuell zu Gast in den Weinbergen. Jetzt heute zum ersten Mal live hier. Wie wunderschön und gleich mit einem wichtigen Thema. Wir reden über Hass im Netz, meine Damen und Herren, mit Lydia Brenner-Kaspar. Hallo. Vielen lieben Dank. Ja, es ist ein Wahnsinn. Ich bin jetzt schon ein Zeitel auf Social Media unterwegs und Facebook und Insta, wow, das sind schon tolle Instrumente, oder? Ja, was hat uns das bereichert in unserem Leben, oder? Also ich meine zum Beispiel, du kannst ganz viele Leute damit erreichen, kannst ganz wichtige Informationen in die Welt schicken. Was hast du gegessen? Wo hast du das gegessen? Wie hast du ausgeschaut, wie du das gegessen hast? Also vorher und nachher. Und wenn ich lang nichts zum Essen poste, dann kommentiert meine Mutter immer, geh, iss doch was, warum isst denn du nichts? Wenn du Corona kriegst, hast du gar nichts zum Zehren, jetzt isst doch was, Kind. Ja, ist ein Wahnsinn, was das Netz so macht mit den Menschen, wie es die Menschen aufregt, wie sie sich einsteigern können. Aber nicht nur meine Mutter, bitte, die ganze Welt im Netz, das gibt es ja sonst nirgends, oder? Also wenn ich zum Beispiel auf der Mariahilferstraße spazieren gehe und zeige irgendeinem Passanten ein Handyfoto von meinem Essen und sage, schauen Sie, ich habe gerade einen Käsekreiner gegessen. Das ist den Leuten total wurscht. Ja? Im besten Fall. Im schlimmsten Fall hast du gleich zwei Follower. Einen Kieberer und einen psychiatrischen Krankenpfleger. Ja, genau. Aber im Netz funktioniert das. Da kriegst du Resonanz. Und dann habe ich mir so ein bisschen umgeschaut, was denn die größten Reaktionen im Netz hervorruft. Und die größten Reaktionen kriegst du entweder, wenn du halbnackt bist, Fellträger oder wenn du hasst. Ja, wenn du Hater bist. Und dann haben wir gedacht, ja, Hater, das probiere ich aus. Ja, so hassen als Erfolgskonzept, da brauchst du nicht viel, nicht viel Herz und nicht viel Hirn, das klingt nicht anstrengend. Ja. Und als Hater
kannst jetzt natürlich nicht gleich rausgehen. Also so ohne Trockentraining, da musst du schon ein bisschen üben, gell? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, im Netz einmal so im geschützten Raum Hass auszuprobieren. Also ich habe so ein Fake-Profil erstellt und habe einmal mit Selbsthass begonnen. Ich bin quasi dann auf mein eigenes Profil und habe dann mit dem falschen Profil mich selber gehasst. Ich habe geschrieben, Lydia, du bist so blatt geworden, sogar Käsekreiner finden dich fett. Ja. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich muss mutiger werden und ein bisschen rausgehen aus dieser geschützten Zone. Und dann habe ich begonnen, unter meinem richtigen Namen zu hassen. Ich habe begonnen, Verwandte zu provozieren auf Facebook. Ja, da habe ich gewusst, hat keiner genug Geld, um mich zu klagen und quasi wieder geschützter Rahmen. Und da bin ich so hergegangen und habe meiner Mutter unter so ein verwackeltes Facebook-Urlaubsfoto habe ich drunter geschrieben, gar kein Essensposting, Mama. Wenn's nix isst, wird das der letzte Reise gewesen sein, gell? Sie hat dann nie wieder was auf meinem Facebook-Account gepostet, da bin ich wirklich dankbar. Und meine Tante, die hat eine Torte gebacken und hat sie auf Facebook gestellt und hat gesagt, also ich habe dann drunter kommentiert, jö, da wird das Schlagel vom Onkel Ferdl sich die Hände reiben, wenn er es isst. Die Buttercreme, gell? Das sind so blinde Flecken bei Verwandten. Das war so schön, das aufzudecken. Und meinem rechten Cousin, der immer so verschwörungstheoretische Artikel postet, wie zum Beispiel die Öko-Lüge, habe ich drunter kommentiert, deine Biogurke fickt deine Mutter. Ja, meine Tante hat mich dann deabonniert, gell? Ja, aber es hat schon gut getan, einfach so mal rauslassen. Ich habe gerne meine ganzen Familientraumata habe ich behandelt im Netz und irgendwann ist es aber wirklich langweilig geworden, weil sich immer so auf Böse verstellen, ich bin ja innen drin eigentlich total lieb. Und ich glaube ja, dass viele Hater innen drin ja nicht total lieb sind. Die sind nicht nur im Netz so arg, das Schlimme ist ja, die rennen in unserer wirklichen Welt frei herum. Ja, da gibt es Leute, die schreiben mich an, das ist mir wirklich passiert, da hat mich ein Mann angeschrieben, er würde mich gerne mal so richtig vergewaltigen, damit ich keine dreckigen Witze mehr erzähle. Und ich meine, das ist ein Konzept, oder? Ja, konservative Unzüchtler wollen mir mit Unzucht das Unzüchtige austreiben. Ich meine, das ist eigentlich ein Geniestreich, oder? Also, ich war total beeindruckt, ja. Aber ja, ich tue da jetzt natürlich sehr cool, aber innen drin hat mir das schon verletzt. Ja? Ich meine, stellen Sie sich das vor, die wollten mich vergewaltigen, damit ich keine Witze mehr erzähle. Nicht wegen meinem Körper, verstehst? Nein, wegen meiner Witze, die einem nicht gefallen, ist halt doppelt gemein. Wirklich, ich habe mich so kränkt. Und eigentlich muss man ja schon auch diesem Herrn sagen, dass sein Konzept, so wie er das plant, ja eigentlich nicht funktioniert. Nein. Weil wenn das wirklich jemand versuchen sollte, mich mit so einem Mittel zum Schweigen zu bringen und das er dann wirklich schafft, dass ich keine Witze mehr erzähle, dann hätte er damit ja noch lange nichts erreicht. Ja? Weil diese Witzesendungen, die werden so lang durchgesendet, bis der letzte Hater keinen Hass mehr übrig hat. Vielen Dank. Lydia Andrea Kasper. Kurz noch Donald Trump, meine Lieben. Ja, nein, vielleicht, hoffentlich nicht. Was meinst du? Ja. Ich ja? Sag nein, nein. Sag nein. Ich, hab schon gewettet, ich fürchte ja. Ich habe mal Kisten Bier schon gewettet. Nein, du hast gesagt, er kann auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und die Leute werden trotzdem wählen. Und da ist ein Steuervergehen, nichts dagegen. Ne? Also. Jetzt ist halt rausgekommen, er hat, was hat $750 Steuern gezahlt? Insgesamt, ja, ja. Glaube ich, in 10 Jahren in ein oder paar so. Jahren, in ja. ein paar ja. Jahren. Ja. Und für seine Frisur wurden 70.000 Euro an Steuergeldern aufgewendet. Und ja. trotzdem schaut so Arsch aus, stell dir das einmal ja. vor. Was, 70.000 für die Frisur? Für die Frisur, ja. Und wir regeln uns bei 500 vom Kurz auf. Verstehst du? Es ist, ja. es da ist alles ein bisschen ungerecht. Was fürs Färben auch noch drauflegen können, genau. oder? Genau. Gab es um 70.000 Euro, was soll da für Scheiß vor der Polizei ausgehen? Musst du mal ausrechnen. Sehr schön, sehr schön. Gefährliche wir kommen jetzt zu keinem Schaß, meine Damen und Herren. Wir kommen zum Godfather. Hier ist Andreas Witterseck, meine Damen und Herren. Jawohl. Dankeschön, Dankeschön.
Ja, ja, naja, wir haben eh gesagt, ja, worüber soll man jetzt reden, außer über Corona und Trump? Und ich habe wirklich das Gefühl, wir werden die beiden nicht so schnell los. Ja. Obwohl, Trump ist ja fast noch unterhaltsamer. Ne? Corona ist dafür ein Fächer. Mit wem würden Sie einen Abend verbringen? Das ist eine gute Frage, oder? Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt sagen Sie nicht, das ist wie wählen zwischen Pest und Cholera. Weil das ist einfach, da nehme ich immer Cholera. Weil mit der Scheißerei wäre ich irgendwann einmal fertig. Ja. Und immerhin hat uns Trump nicht mit Australien verwechselt. Ja? Also das, damit er zeigt er schon, dass er zumindest intelligent ist als der Durchschnitt seiner Wähler. Und das wäre aber auch irgendwie fatal. Ja? Kängurus im dichten Wald, stell mir gefährlich vor. Also die werden dann so angerannt wie der Trump selber. Übrigens, eine Begleiterscheinung von dieser Pandemie war ja, dass ich wieder angefangen habe, nachdem ich, glaube ich, alle Serien gestreamt habe, dass ich wieder angefangen habe, normal fernzusehen, in Echtzeit. Lineares Fernsehen, ORF, was ist hier Org? Müssen wir ausprobieren. Nämlich, also wirklich, also nicht. Also nicht. Also nicht Malcolm mittendrin, sondern ZIP 1 um 19.30 Uhr beim Abendessen, so wie früher. Ja. Und dann weiß ich eh schon, rennt die Werbung. Ja. Und das ist mir richtig angegangen. Werbung, zum Beispiel. Kitschimea. Ist das nicht geil, wo das Kind sagt, mein Papa, lass dich mal so viel Scheiße. Oder ist es, Papi macht immer Pups. Bitte, wenn das mein Kind von mir sagt, vor fremden Leuten im Fernsehen, dann sperre ich das Amazon-Konto, bis der Shell wackelt. Wirklich. Oder was, das ist andere depperte Kind, was, wo der Vater 3 Stockwerke eine Kiste Mineralwasser aufschleppt, weil der Lift hier ist oder ich weiß nicht, weil die im Substandard wohnen, weil es in prekären Verhältnissen, weil er arbeitslos ist, der zahlt die Mineralwasserflaschen auf und dann sagt das depperte Kind, Papi, denk an die Umwelt. Nimm, kauf diese Soda-Dings da, bummste, ja. Blödes Kind, hätte ich sagen. Hörst, wenn ich rechtzeitig an die Umwelt gedacht hätte, wärst du gar nicht auf der Welt, du Rotzpippen. Wirklich. Kinder an die Macht, danke, haben wir schon. Wirklich. Nein, da ist mir lieber. Da ist mir lieber die Frau mit der vaginalen Trockenheit. Der, oder? Beim Abendessen. Lecker. Ja? Vaginale Trockenheit. Oder die mit der Blasenschwäche, die sich immer abrunzt, wenn es lacht. Das kannst du alles. Großartig. Wie geht's eigentlich dem Scherdinand? Was macht der? Was macht der depperte Scherdinand? Ja? Und wohnt der DJ Ötzi nur immer bei der Familie Putz? Und hat der Bauer endlich das Schweinerl geschlachtet? Die sind ja offen, die wächst nicht, die Sau. Die wird nicht größer. Eine Babysau. Wirklich, Werbung, das ist mir echt angegangen. Obwohl, am Computer, so beim Streamen und so, da poppt immer Werbung auf, ja? Weil ich irgendwas akzeptiert habe. Cookies, ich kenne mich nicht aus, ja? Ich akzeptiere alles, ja? Ja, ich lese das ja nicht durch. Die könnten hinschreiben, wir kommen morgen, nehmen Ihnen ein Bein ab. Ja, klar. Ja. Akzeptiert, kommen Sie ruhig, nehmen Sie mal einen Achsen. Oh, ich habe nichts zu verbergen. Und überhaupt, es poppt mir dauernd Sachen auf, die ich eh schon gekauft habe. Ja. Diese Algorithmen, ich weiß ja nicht, was das ist, ja. Die wissen nicht wirklich, was meine Bedürfnisse sind. Ja. Weil warum soll ich noch einmal eine teure Flasche Chateau Lafite kaufen? Ja. Obwohl, ne, der Lockdown kommt vielleicht eh wieder. Oh, sicherheitsmäßig. Und frage ich mich nicht, warum ich in der Quarantäne 2 identische Paar schwarze Sportschuhe gekauft habe. Keine Ahnung. Ja? Ich habe es meiner Frau auch nicht erklären können. Ja, meiner zweiten übrigens. Die zweite Welle, die ist wirklich gefährlich. Da müssen wir wirklich aufpassen. So habe ich schon erfahren, als Kind im Labergerbad, im Wellenbad. Ja? Weil bei der ersten Wellen bist du durchtaucht. Und wie du dann auftaucht bist und wolltest Atemschöpfen, patsch, hat die zweite Welle zurückgebracht bis ins Kinderpasseur. Und dort ist dann die dritte Welle so pff, nachkommen. So. Ja. Ah, ja. Das Jahr des Babyelefanten wird wegen großen Erfolges prolongiert. Wenn man jetzt in einer Bank unmaskiert reingeht, wird man verhaftet. Das ist, oder?
Das ist alles ein Wahnsinn. Ich hätte ja statt diesem Baby-Elefanten, das mit dem Penis da von dem Wal war auch nicht schlecht. Ich hätte genommen einen Einkaufswagen. Ich meine, das kennt doch jeder. Ja, Einkaufswagen weiß jeder, lass uns bitte einen Einkaufswagen abstand. Ja. Und das kann man auch zur Not dann, wenn einer irgendwie anlässig ist, ohne Masken im Supermarkt, kannst du es dazwischen schieben. Sagt, ne? Und wer kennt einen Baby-Elefanten? Ich kenne keinen Baby-Elefanten. Ich kenne Elefanten-Babys. Ja. Mit dem Schönbrunn, das ist ein Killerbaby, was den Pfleger umgebracht hat. Ich kenne ja keine Babyhunde, ich kenne Hundebabys. Ich kenne ja keine Babykatzen, ich kenne Babykanzler, ja. Und Babyphone kenne ich auch, das ist das Enkel vom Seniorenhandy. Aber ich glaube, wenn wir noch türkisblau hätten, dann hätten wir statt dem Babyelefanten einen Pony, glaube ich, oder? Ja, der siegert ein bisschen. Aber Corona hat ja nicht nur ein Bild, die keiner kapiert, sondern auch eine Stimme jetzt. Ja? Und zwar die wunderschöne Stimme der Frau Kammersängerin Anna Netrebko, die wieder mal bewiesen hat, dass man auf einem Gebiet Gott begnadet sein kann und sonst aber doch, sagen wir, eher schlecht ausgeleuchtet. Was hat sie getwittert aus dem Moskau-Spital? Alles wird gut, der Teufel ist nicht so schrecklich, wie er beschrieben wird. Wahrscheinlich war gerade der Putin auf Besuch bei ihr. Mein Vorschlag für die Corona-Ampel wäre ja, wie man es immer schon gemacht hat, bei Ampeln, die nicht funktioniert haben, gelb blinken. Da ist alles abgedeckt, gelb blinken. Weil aufpassen muss eh jeder von uns selber. Und ich sage immer, Masken auf, aber nicht die Goschen halten. Und körperliche Distanz, aber keine soziale Distanz. Weil wenn der Seehofer, der selber vor Jahren einmal ertrinkende im Mittelmeer Flüchtlinge als Asyltouristen bezeichnet hat, wenn der mal von Österreich enttäuscht ist in Asylfragen, dann muss ich als überzeugter, praktizierender Atheist, ja, ich gehe regelmäßig jeden Sonntag nicht in die Kirche, muss ich doch an die Worte von Jesus erinnern, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen. Andreas Mittersen, meine Damen und Herren. Und das war sie schon, die Tafelrunde. Mit Lydia Brenner-Kaspar, mit Andreas Mittersen, mit Blützinger aus Frankfurt, Severin Gröbner mit dabei und natürlich Rainer Köpplinger und die beiden Wahlbeisitzer. Danke, dass wir dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche mit einem Best-of der bisherigen Tafelrunden. Und beim nächsten Mal live sehen wir dann schon, wer die Wien-Wahl gewonnen hat. Das ist ein Wahnsinn. Dankeschön, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.